Red Dead Redemption. Wir haben ein kleines Tutorial vorbereitet. Hier in diesem Tutorial werden wir euch zeigen, wo wir die drei großen Goldbarren finden. Da gibt es nämlich eine Höhle. Da finden wir die. Und wir gucken mal, ob das mit dem Glitchen funktioniert, dass wir mehr draus machen können. Und ja, wir haben schon die Karte hier auf. Ihr seht schon, hier ist unser Lagerplatz. Horseshoe Overlook haben wir hier. Und wenn wir die Karte vergrößern, dann sehen wir auch, hier oben haben wir Valentine, na, die kennen wir, die Stadt. Und wenn wir es noch weiter vergrößern, hier hoch geht es dann zum Fort. In die Richtung müssen wir auf jeden Fall mal reiten. Und vom Fort aus geht es hier hoch. Da haben wir eine Stelle hier im Wald. Genau, nämlich hier. Das hier, ich habe es noch nicht aufgedeckt, ist eine mysteriöse Behausung. Dort können wir ein Rezept für Giftpfeile finden und dort ist auch eine Höhle und da müssen wir hin und ich würde mal sagen, da reite ich jetzt erst einmal hin und dann geht's weiter. Wir sind angekommen, hier ist der kleine Pfad, der führt zu dem Haus, wir sehen es hier schon in dem kleinen Hügel drin versteckt und da wollen wir jetzt gar nicht hin, wir wollen zu den beiden Bäumen hier. Sieht auch schön. Hier geht es durch die beiden Bäume. Und dann betreten wir die Höhle. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Autosave ausgeschaltet ist. Geht nur mit manuell speichern. Und die Autosave-Datei sollten wir auch gelöscht haben. Dann gehen wir erstmal hier rein. Das sehen wir in der Höhle. Statuen. Und wir beginnen mit der ersten, die hier in Front. Die werden wir betätigen. So, das ist diese hier. So, das brauchen wir nicht. Wir wollen drücken. Okay. Das ist die erste. Dann lassen wir die zweite mal aus und gehen gleich zur dritten. Die werden wir auch betätigen. So, die nächste lassen wir wieder aus. Und dann geht es zu dieser hier. Da drücken wir auch. Und die daneben wird auch gedrückt. So, mehr nicht. Dann können wir schon sehen, hier hinten öffnet sich das Fach. Und da liegen drei Goldbarren drin. So, jetzt heißt es für uns speichern. Und zwar, nee, nicht nehmen. Wir speichern jetzt erst einmal das Spiel. Spiel speichern, okay. Wir nehmen einen freien Speicherplatz. Normalerweise Slot 1, aber es ist jetzt hier egal. So, speichern. Ja. Als nächstes gehen wir natürlich zu der Skulptur hin und wenn wir die drei Goldbarren nehmen, dann müssen wir darauf achten, dass wir den Quadratknopf gedrückt halten. Eins, zwei und drei und dann gehen wir auf Optionen und speichern das Spiel. Spiel speichern und jetzt nehmen wir natürlich den nächsten freien Slot und speichern. Okay, danach verlassen wir das Spiel. Und ja, Story, starten das Ganze nochmal von vorne. So, jetzt schauen wir mal in unser Inventar rein. Jetzt habe ich zwei Goldbarren. Gut, den dritten habe ich jetzt nicht erwischt, da war ich zu schnell mit der Optionstaste. Aber wir haben schon mal zwei Goldbarren. Und für uns bedeutet das, wir müssen jetzt eigentlich zurück zu der Höhle. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert hat.
So, hier geht es wieder in die Höhle rein. Und dann müssten wir eigentlich noch einmal die Goldbarren dort liegen haben. Genau. Bin mal gespannt, ob wir jetzt alle drei nehmen können. Eins, zwei, drei. Und perfekt. Jetzt gehen wir wieder auf Speichern. Und zwar wird wieder Spiel 1 gespeichert. Genau, und wir müssten jetzt Moment, Spiel verlassen. Ja. Story. So, jetzt haben wir geladen. Jetzt schauen wir in unser Inventar rein. Jetzt sind es 4. Vorher waren es 2, jetzt sind es 4. Und das können wir jetzt so weit machen, wie wir wollen. Und ja, ich war das Ganze ja 6. Wir haben 3 Stück und 6 Stück. Aber ich habe nach 2 dann schon die Optionstaste gedrückt, damit der Glitch auch besser funktioniert. Man weiß, man muss da schnell sein. Ja, dann geht es auch. Wir haben jetzt unser Inventar verdoppelt. Wir können es nochmal machen. Dazu gehen wir wieder zur Höhle. So, hier ist ja die Höhle. Gehen wir jetzt wieder rein. Und dann schauen wir mal, ob wir uns wieder bedienen können. Nun mal schon. Wir müssen natürlich auch aufpassen später. Man kann ja auch Goldgräber ausrauben, dann kriegt man Nuggets. Und dann hat man auch schnell Banditen auf den Fersen, die an dem Gold interessiert sind. Da muss man natürlich aufpassen. So. Und jetzt haben wir hier wieder 3 Stück. Ja, das heißt, wir können hier hingehen. Tun wieder gedrückt halten. 1, 2, 3. Und dann müssen wir wieder speichern. Spiel speichern, den ersten Slot natürlich, ganz klar, speichern, okay, anschließend verlassen wir das Spiel wieder und Story, wo wir spielen, klar. So, jetzt schauen wir uns mal in unsere Tasche und da haben wir 6 Stück. Ja, Hammer. So kann man Gold machen, so kann man Gold verdienen. Jetzt müssen wir noch zu einem Hehler gehen und als Hehler meines Vertrauens kann ich euch nur den hier unten empfehlen. In Rhodes, genau hier. Hier unten ist Rhodes, in Rhodes gibt es einen Hehler. Da könnt ihr das Gold verkaufen. Und nochmal zusammenfassen, was ist wichtig bei diesem Glitch? Ihr müsst Autosave ausgeschalten haben. Ihr müsst die Autosave-Datei gelöscht haben. Ihr müsst den Quadratknopf gedrückt halten, während ihr die 3 aufsammelt. Und bevor das Ganze endet, müsst ihr die Optionstaste drücken und speichern. Das ist wichtig, sonst funktioniert es nicht. Ihr habt gesehen, ihr habt ein bisschen zu früh. Deswegen waren es nur 2 Barren und nicht 3, die er mitgenommen hat. Aber lieber einmal zu früh Optionstaste gedrückt und auf den ersten Spielstand gespeichert, als verloren. So, cooler Glitch, so kann man ein bisschen Geld machen. Und ja, probiert es aus, richtig geil. Macht's gut und viel Spaß noch mit Red Dead Redemption.